Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich natürlich an erster Stelle, dass Sie heute live dabei sind und dass Thorsten natürlich auch für uns heute Morgen die Zeit gefunden hat. Und bevor ich den Bildschirm an Thorsten übergebe, müssen wir mal wie immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, sehr gut. Dann schalten wir rüber nach Polen. Du bist doch noch in Polen, oder? Ja. Sehr gut. Dann wünsche ich viel Erfolg, viel Spaß und ich bin sehr gespannt, was du für Bilder mitgebracht hast. Also, einen wunderschönen guten Morgen aus immer noch aus den Masuren. Ein kleiner Vorspann. Wir sind ja jetzt nur schon 5 Wochen, die 6. Woche unterwegs und waren ja auf der Tour nach Estland, beziehungsweise wollten wir nach Estland, was sich dann zerschlagen hat aufgrund der ganzen miserablen Corona-Bedingungen. Wir haben uns die letzten 10 Tage etwas Auszeit genommen und diese Auszeit war auch dringend nötig. Wir haben hier einen wunderschönen Ausblick. Das ist der Blick heute früh. Hier aus meinem Fenster, den man mit der Webcam allerdings schlecht sieht. Das ist aber technisch bedingt, da es im Boden viel dunkler ist als draußen. Deswegen hat meine liebe Frau draußen eben gerade ein Foto gemacht von dem Blick auf diesen See. Und in den Müllsäcken habe ich nicht meine Schwiegermutter liegen oder so, sondern darunter ist unser Brennholz für unser Lagerfeuer, was wir gestern aus dem Wald gezerrt haben, damit wir abends am Lagerfeuer sitzen können. Wenn man jetzt diesen Blick hier sieht, dann sieht man meine Maus auch. Ich hoffe es, oder? Oder sieht man die auf den Bildern nicht? Nee, sieht man, glaube ich, nicht. Ja, okay. Hier hinten ist eine Weide. Wir haben das Ding umbenannt in Förderpalme, weil in diesem Gebiet, in den gesamten Masuren, leben noch 150 Paare Seeadler. Das ist für die ganzen Masuren aus meiner Sicht nicht viel, da so ein Seeadler ca. 50 Quadratkilometer zum Leben braucht. Und wir blicken jetzt seit 5 Wochen genau hier rüber. Und wenn man hier rüber schaut, dann sieht man, die sind gerade mitten in der Brut. Und die Jungen, die ersten Jungen sind jetzt flügge seit ein paar Tagen. Und ich habe jetzt mal, ich mache es mal ein bisschen schneller. Das sind Flugübungen, die ich die letzten Tage hier fotografiert habe. Das ist ein Jungadler, der gerade ungefähr 3 Wochen aus dem Nest ist und seine ersten Jagdversuche macht. Das sieht alles noch ein bisschen zerfleddert aus. Der Vogel sieht ein bisschen zerfleddert aus. Und die Flugmanöver sind auch etwas ungeschickt, wie man gleich sehen kann. Aber für solche Manöver sitzen wir teilweise stundenlang, um die Vögel hier so zu erwischen. Das erste Bild übrigens war mein Arbeitsplatz heute früh. Und so sieht das dann aus, wenn er einen Fisch schnappt. Ich glaube, die Bilder sind jetzt bei euch vielleicht nicht so groß oder nicht so gut zu sehen, weil GoToMeeting das ja auch nicht so astrein überträgt, dass der runterskaliert. Und hier sieht man, wie er sich das erste Mal, glaube ich, sogar so ein Fisch krallt. Das hat er bei seiner Mutter die letzten Tage gelernt. Und die letzten Tage haben wir die Jungs begleitet, wie sie hier jagen, wie sie ihre ersten Flug- und Jagdversuche machen. Und dabei ist mir dann noch aufgefallen, dass noch jemand von euch dieses Tier kennt. Weiß das jemand?
Der Österreicher weiß es fast. Ist fast richtig, mein lieber Andreas. Es ist keine Rohrdommel, es ist eine Zwergdommel. Die stehen in Europa auf der roten Liste, sind sehr, sehr selten. Die sieht man auch nicht, weil die sich im Schilf hier senkrecht verstecken. Selbst wenn die im Schilf sitzen, dann sitzen die gerne senkrecht mit dem Schnabel da oben. Da kann man die von den Schilfhalmen kaum unterscheiden. Da kann man 1 Meter, 1,50 Meter davor sitzen und da drauf gucken und dann kann man die trotzdem nicht erkennen. Für mich ein traumhaft schönes Tier. Und ich habe jetzt 4 Tage gebraucht, sie zu finden und sie zu erwischen. Okay, so viel mal als kleiner Abriss. Nächste Woche werden wir wieder einigermaßen Das war ein Klappestottern hier. Ist meine Maus weg? Die können mich aber noch hören, oder? Ja. Da. Kann man mich noch hören? Weil offensichtlich hört der Thorsten mich nicht. Ja, ja. Okay. Alles wieder da. Okay. Ihr kennt ja meine langsam technischen Probleme, ne? Da bin ich ja manchmal Meister drinne. Okay, und damit sage ich guten Morgen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr gelangweilt, aber es ist ein Traum. Dann versteht man vielleicht auch mal, wenn man nicht nur arbeiten will oder arbeiten muss, sondern wenn man einfach auch, ja, ich ziehe mich jetzt mal zurück und werde ein bisschen was für das tun, was wir hier auf der Tour eigentlich machen. Und sitzen den ganzen Tag hier 5, 6, 7 Stunden auf der Lauer oder sind im Paddelboot draußen, um die Adler zu beobachten. Die Möglichkeiten hat man nicht so oft. Wir lernen viele Leute kennen, die haben noch nie einen Seeadler so dicht oder am Wasser beim Jagen oder so gesehen. Jetzt gibt es Kaffee. Frischen Kaffee. Wir wollen uns ja aber hauptsächlich hier ein bisschen um die Charts kümmern. Und ich möchte heute den Tag für 2 Sachen benutzen, die ich gerne auseinander pflücken möchte. Meine Augenbrauen durcheinander, meine Frau sagt, ich soll mir mal die Maske. Wir wollen die Charts mal ein bisschen auseinanderpflücken, vor allen Dingen das, was vorgestern und gestern dann hier auch passiert ist im Euro-US-Dollar. Und dann sieht man auch, warum wir auch in der Lage sind, uns eine Auszeit zu nehmen und einfach mal zu sagen, och, weißt du was, jetzt ist langsam auch mal gut und wir machen ein paar Tage frei. Damit starten wir hier einmal mit dem Euro. Wir haben dazu die letzten Tage und die letzten Wochen auch eine Mail rausgeschickt. Wir haben jetzt zum Glück einen sehr, sehr guten Mann, der die Mails, meine Gedanken, die ich habe, fasse ich immer nur in Stichpunkten oder in Telefonaten zusammen. Und wir haben ja zum Glück jemanden bei uns im Team oder in meinem Team, der dann solche Mails für mich verfasst. Wie sagte unser lieber Heiko neulich mal zu mir, das merkt man, dass du die Mails nicht selber schreibst, weil die sind intelligent geschrieben. Danke. Recht hat er. Aber man kann nicht alles machen. Man muss eben manchmal ein paar Sachen auch abgeben müssen. Gestern zu diesem Thema. Was mich die letzten Tage bewegt hat, wo wir ja ein paar Mails versendet haben, einmal zu der Performance, zu diesen Werten und auch zu dem Angebot, den Paternoster zu verlängern, den Paternoster Club zu verlängern oder seine Mitgliedschaft bei uns zu beantragen. Da hat mich jemand auf die Idee gebracht und meinte, denn deine
Trading-Versuche sind ja recht amüsant. Alleine das wäre mir das Geld wert. Da habe ich lange drüber nachgedacht. Und ich bekomme immer wieder die gleiche Frage und immer wieder in jedem Telefonat, was ihr auch mit News oder mit Newcomern bei uns beantworten muss, ist immer wieder, dass jemand sagt, warum tust du dir das überhaupt an? Wenn jemand handeln kann oder gut handeln kann, ich sag mal, ich behaupte mal, ich kann die Charts verstehen, kann das auch alles anwenden. Ich würde nie von mir behaupten, dass ich gut handeln kann. Wenn man diesen Job beherrscht, dann macht das doch überhaupt keinen Sinn, dann braucht man sich das doch nicht antun. Doch, dazu unser gestriger Newsletter. Ich hoffe, ihr habt ihn gelesen oder ich hoffe, ihr lest ihn auch ab und zu mal von Anfang bis Ende. Dort haben wir genau diese Begründung mal rausgepflückt, warum ich diesen Job mache und warum ich diesen Job auch so gerne mache. Der Hauptgrund ist, dass jeder, der einen bestimmten Job macht, muss sich regelmäßig auf dem Laufenden halten und braucht eine Weiterbildung. Diese Webinare hier zum Beispiel, die ganze Begleitung meiner ganzen Gruppe, die Begleitung meines ganzen Clubs, des Paternoster-Clubs, die komplette Begleitung, das ist meine Weiterbildung. Weil wir setzen uns dort mit Fragen, mit Analysen und so weiter auseinander, jeden Tag. Viel im direkten Bereich, die mich direkt anschreiben oder per Mail anschreiben, die mir Chartbilder schicken mit Fehlern, die sie gemacht haben, wenn man sie als Fehler bezeichnen darf. Und die dann in unserem Kanal auseinandergepflückt werden. Die letzten 2 Wochen hat unser sogenanntes Dreigestirn und die drei Musketiere meinen Job auf dem Slack-Kanal übernommen und hat dort begleitet. Dafür erstmal ein dickes, fettes Danke an Andi, Lutz und Günther, die ich jeden Morgen verfolgt habe, wenn sie sich in ihrem eigenen Kanal untereinander austauschten und es auseinanderpflücken. Ich habe mich in die Analyse von den dreien überhaupt nicht eingemischt. Null, ich habe sie ganz alleine machen lassen. Ich hatte ja, wie gesagt, nicht nur Auszeit, sondern ich hatte auch keine Lust. Die Jungs sollten das ja auch mal alleine machen. Und für uns ist es auch mal ein Test gewesen, wie weit bleibt das hängen, was überhaupt hängen bleibt. Aber das werdet ihr in den nächsten 3 Wochen auch in den Newsletter von jedem Einzelnen auseinandergepflückt bekommen, weil die Feedbacks dazu, die holen wir uns. Und aus diesen Fehlern oder an vielleicht nicht ganz richtigen Herangehensweisen an die Charts oder an Sachen, die man eventuell übersehen könnte. Daraus lerne ich heute noch, jeden Tag, weil die Märkte ändern sich, die Menschen ändern sich und dadurch ändert sich auch jeden Tag irgendwo die Sichtweise auf diese Märkte, wie wir die letzten Tage gesehen haben. Gestern früh hatten wir keinen Webinar. Aber vorgestern haben wir uns diesen Plan hier gemacht. Ich hoffe, Nelson, das ist in Ordnung, wenn ich das so mache, weil ich habe diese Geschichte hier mit unseren Leuten vorgestern früh gezeichnet und die Newcomer, die FX-Lab-Kunden, die jetzt hier öffentlich dabei sind, sind für mich oder für unseren Club, für unsere Leute, Gäste. Ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn die bevorzugt behandelt werden hier, beziehungsweise wenn ich auf die Setups eingehe, die für unsere Kunden und Kunden unseres Hauses auch wichtig sind. Wir haben hier eine Marke eingezeichnet, die 1,1884 und der Plan vorgestern früh war, das wird heute unser Hauptthema sein. Der DAX wird ein bisschen ins Hintertreffen kommen. Das wird unser Hauptthema hier sein. Auch wir werden uns den Euro auch mal im H1, im Stundenchart anschauen. Dazu haben wir vom 18.07. eine Analyse gemacht, die wir uns hier jetzt anschauen müssen im Vergleich zu dem, was hier passiert ist und wahrscheinlich die nächsten Tage passieren wird. Ist das in Ordnung für euch?
Ja, nein, vielleicht. Gut. Gut. Wir starten dazu nochmal, auch wenn wir diese Analyse sogar öffentlich gestellt haben, stellen wir uns diese Geschichte hier noch einmal zusammen. Der Hintergrund von dieser Analyse, ich hätte die natürlich hochladen können, ihr kriegt die ich schicke sie Nelson und ihr kriegt sie in der Nachfassmail. Kriegt ihr diese Analyse vom 18.07. als Gäste von uns mal zugeschickt. Okay, Nelson? Ja, in Ordnung. Nelson spielt wahrscheinlich gerade mit Kindchen. Wir haben Bin hier ich nicht zu oben hören? einen, ja, jetzt wieder. Okay. Wir haben hier einen Abwärtskanal, der dort das Hoch, dort das Tief hat, hier ein Fehlausbruch nach unten, hier ein Fehlausbruch nach oben, hier ein Fehlausbruch nach unten und dann nochmal hoch. Und dann dieser Kanal stellt sich eigentlich als bullische Flagge dar. Dieser Kanal wurde dann regelwidrig, sage ich mal, nach unten verlassen und hat dann angefangen, zu diesem ersten Kanal einen zweiten Kanal parallel zu bauen. Dieses Phänomen habe ich die letzten Jahre nicht so oft beobachtet, aber ich habe es schon ein paar Mal beobachtet. Und das Phänomen ist, dass sich dieses ganze Verhalten dann, obwohl es immer bullische Flaggen sind, sein sollten, nochmal wiederholt. Daraus resultierend haben wir hier oben ein Fibo, die bei der 63,5. Die Kanaloberkante hatten wir in diesem Bereich 1,1898 und haben gesagt, das maximale Hoch mit dem Fehlausbruch darf bis zur 1,19075. Diese Marke haben wir aufgerufen am 18.07. Und danach sollte es runtergehen, hier bis an die Unterkante des Kanals, die sich momentan in dem Bereich 1,17 glatt befindet, circa bei 1,17. Wenn man das Zeitfenster betrachtet, dürften wir sogar 1,1650 sehen. Und wenn wir sogar die Muster hier nach unten sehen und diese Nummer ebenfalls nach unten verlassen, dann landen wir unten sogar bei der 1,16, Mindestmaß 1,1650. Und bis dahin möchte ich diese Nummer auch durchziehen. Das wären jetzt noch 180 Punkte. Das aufgerufen war die 1,1898 in dieser Analyse. Einmal hier als maximales Korrekturlevel und die 1,1907, wenn wir das gleiche Ausbruchslevel erreichen wollen oder sollen, wie dort oben. 1,1705. Das High, welches wir erreicht haben danach, ist bei der 1,19071. Eingezeichnet 1,19075. Ich möchte mich für die 0,00004 Pips entschuldigen, dass wir da so ungenau gearbeitet haben. Diese 1,1907 und die 1,1898, das waren, sind und waren unsere Highlights, die dazu führen sollten, nach unten abzudriften. Dann schauen wir uns bitte nochmal dieses Bild hier in dem ersten Bereich an. Und zwar in dem Zeitraum vom 9.6., also von Anfang Juni. Wir sind die Oberkante hier oben angelaufen, sind dann runter, haben ein Hoch, nochmal runter, dann ein nachlaufendes Hoch und erst dann sind wir nach unten abgestürzt, um nochmal zu korrigieren von der Unterkante, um dann nach unten rauszufallen.
Dieses alles vorausgeschickt, schauen wir uns mal den Plan nochmal von, wo habe ich den denn jetzt? Da. Von vorgestern an. Dort haben wir gesagt, Plan 1 hat Priorität. 1.18.92, 1.18.91 und von dort abwärts und zwar ganz tief. Ja, der darf hier nochmal nach oben, hier ist die Zeichnung, die wir morgens gemacht haben, er darf nochmal hier hoch in diesen roten Bereich, um dann nach unten wegzuschießen. Ziele unten waren 1.18.58, kommen von der 1.18.82. Hier konnten wir sehr gut die erste Position eröffnen. Dann ist er nochmal hochgelaufen und dann nach unten wegzuziehen. Und die zweite Position wurde dann gestern früh. Die zweite Position, die wir gehandelt haben, wurde dann dem Tagesziel für gestern abgesichert, über Nacht gehalten und ist dann gestern früh mit den 12 Punkten Tagesziel geflogen. Das hat uns die Möglichkeit gebracht, dass wir gestern den Tag völlig entspannt verbringen durften, verbringen konnten. Und die Bilder, die gestern dann entstanden sind, habe ich euch gerade gezeigt. Den Tag haben wir nämlich gestern genau dafür genutzt. Wie waren die Marken doch gleich, die ich gerade aufgerufen hatte aus dem H1? Wer hat sie sich aufgeschrieben? Wer weiß sie noch? Wer hat sie sich gemerkt? Oben die wichtigsten Shortmarken. Wo lagen die? Ganz schnell, wer traut sich? Oder draußen auf den billigen Plätzen. Ich kenne nämlich eine, die schreibt die Marken mit. Das ist meine Frau. 1.18.98 und 1.19.07. Genau so war es. 1.18.98 und 1.19.07. Das heißt, wir haben eine Spanne von sage und schreibe 9 Punkten. 9. So, ne? 9 Punkten, die man hier oben abfedern kann. Deswegen auch diese Bereich hier. Wenn er dann so wie hier ein Hoch, noch ein Hoch, noch ein Hoch macht, dann hole ich mir immer wieder, selbst wenn ich immer wieder Break-Even rausfliege, hole ich mir immer wieder eine Short-Position, weil dieses Setup hier, diese Nummer hier, die hat übergeordnet für mich Priorität. Das hier ist mein Plan, das ist der, den ich handeln will, das ist der, den ich erreichen möchte. Dieses dann vorausgeschickt, weil gestern gab es dann auch in dem Dreigestirn, glaube ich, oder bei den drei Musketieren, eine kleine Diskussion. Jetzt schauen wir uns mal diese Muster gestern an, diese Muster hier. Die 91 nach oben verlassen, nach unten ganz kurz bestätigt, hier hoch. Eine glatte Kerze, ein klassischer Fake, eine klassische Bullenfalle, um dann wieder umzukehren. Und jetzt schauen wir uns mal genau diese Geschichte hier im da über verschiedene Zeiteinheiten an. Wer hat das denn gemacht? Wer hat sich diese Geschichte mal durch die Zeiteinheiten durch die verschiedenen Zeiteinheiten angeschaut. Unser Heiko bestimmt, der hat das ja gerade im Seminar gelernt, oder? Oder unser Christian oder Christoph, unser Volker. Habt ihr? Habt ihr nicht? Ja, nein, vielleicht. So, wir haben diesen Bereich. Jetzt gehen wir mal einfach mal, ich habe das noch nicht gemacht. Ich mache es jetzt einfach mal spaßeshalber und schüttel mich ja mal durch die Zeiteinheiten. Und dann sehen wir,
Das ist das Gleiche jetzt in 15 Minuten. Da sehen wir schon mal in 15 Minuten. In 5 Minuten sehen wir uns völlig. Da. In 5 Minuten könnte man das als Umkehr werten, wenn man dann unsicher ist, ob das wirklich eine Umkehr ist, eine Zeiteinheit höher. In 15 Minuten ist es eine ganz klare Umkehr. Wir haben oben einen langen Doch und wir haben ein bärisches Harami. Dieses Harami wird mit dieser Kerze bestätigt. Nach der Bestätigung hier in diesem Bereich kam, folgte genau die Bestätigung des Haramis, folgte genau dieser Absturz von 60 Punkten innerhalb von kürzester Zeit. Punkt 16 Uhr. Innerhalb von einer halben Stunde ist er 60 Punkte abgeschmiert. Da kann jemand um die Ecke kommen und sagen, ja, das waren die News. Nein, das ist Quatsch. Sondern das kann der Auslöser vielleicht dafür keine News gewesen sein, aber die Setups waren klar, die Marken waren klar und die werden dann nur durch den Turbo, durch die News eventuell beschleunigt. Unser Günther schreibt gerade, er macht das immer, diese Zeiteinheiten abzugleichen. Das ist aber nur einer von tausend Leuten. Alle anderen oder viele von denen sind einfach zu bequem. Jetzt schauen wir uns das mal in 30 Minuten an. Das gleiche Spiel. Hier haben wir ebenfalls eine Umkehrformation. Und spätestens nach dem 30-Minuten-Chart, der auch noch unter diesem Hoch schließt, spätestens dann, da haben wir doch in allen Fällen haben wir den Schlusskurs hier oben bei der 92. Und spätestens hier in diesem Bereich hätte ich, wenn ich den Chart einigermaßen lesen kann, verstehen kann, spätestens hier hätte ich eine Short-Position eingehen können, wenn nicht sogar eingehen müssen, wenn ich mittelfristig denke. Ich lasse Euro pro unseren kurzfristigen Bereich gleich, ich lasse den mal draußen vor, das schauen wir uns gleich an. Hätte man da eine Chance gehabt, nach Euro pro zu handeln, ja oder nein? Dazu müssen wir in den 1-Minuten-Chart schauen. Das wollte ich jetzt aber nicht, sondern ich wollte in Verbindung zu der Mail von gestern, warum gibt es zu viel schlechte Coaches, sage ich mal. So hat unser Frederik ja das Thema genannt, ist genau begründet, warum, wieso, weswegen. Und aus diesen Diskussionen, aus diesem Diskurs, aus den Gesprächen, die hier über dieses Szenario geführt wurden, lerne ich heute noch und habe ich gelernt, wie man jetzt gerade sieht, weil sonst hätte ich das jetzt nicht hier so erklären können. Nochmal, mein lieber Christian. Kurse werden nicht durch News gemacht, sondern News durch Kurse. Die Abwärtsbewegung hier runter, der Auslöser, der Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat, das sind vielleicht die News. Die Länge der Bewegung, das sind nicht die News, sondern das sind die Charts, die das machen. Weil wenn wir so eine Bewegung von oben nach unten haben, da haben irgendwo, hier haben überall Marken, überall Stops gelegen in den kleineren Zeiteinheiten nach Markttechnik und. Und je schneller der anfängt zu fallen, desto mehr Stops werden gerissen und desto mehr muss er nach unten auch weggerissen werden. Und man sieht unter diesen vorangegangenen Tiefs hier, unter der 41, dort lagen anscheinend auch ein paar Bullen auf der Lauer, die dann hier angefangen haben, wieder zu kaufen. Ne, Heiko, welche Gruppe hat dort gelauert? Ich sehe Heiko jetzt an seinem Schreibtisch sitzen, sich die Hand vor die Stirn klatschen und sagen, warum immer ich? Schon wieder. Ich habe es doch vorgestern schon falsch gemacht. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er, bei mir läuft gerade so ein Kopfkino ab dazu. Nicht böse sein, Heiko. Dich ist nicht böse gemeint. Ich will dazu animieren, hier diese Geschichte so zu lernen. Und aus diesen Fehlern, aus den Diskussionen, aus dem Diskurs bei uns im Paternoster Club und unter den dreien
Lutz, Günther und Andreas. Daraus habe ich gelernt und habe jetzt meine Sichtweise mal versucht, so darzustellen, dass sie auch jeder versteht. Weil meine Lernphase besteht auch darin, dass ich vielleicht irgendwas nicht so genau erkläre oder vielleicht nicht so erläutere, dass es jeder auch wirklich nachvollziehen kann. Nochmal, ich bin hier nicht angetreten, um hier jeden Morgen wild auf den Knopf zu drücken, um Nelson sein Gehalt zu rechtfertigen, damit ihr schöne Provisionen und Kommissionen zu generiert, sondern ich bin hier angetreten, um aus euren Fehlern zu lernen und das, was ich aus diesen Fehlern ziehe oder die Erfahrungen, die Resultate, die ich dort rausziehe, euch dann in der Form auch wieder zurückzugeben. Dafür sind wir zusammen, dafür sind wir eine Gruppe, dafür sind wir eine Community. Verdeckt ein Teil der Informationen, kann man den Banner abstellen. Den kann ich das nächste Mal versuchen, kleiner zu machen. Ja, jetzt während der laufenden Veranstaltung geht es nicht, mein lieber Joachim. Schön, dass du mal wieder da bist. Aber er verdeckt ja auch nur die Zeiteinheiten da unten, sehe ich gerade. Also, und die Zeiteinheiten sehen wir auch hier oben. Wir sind im M30. Aber ich würde es nächstes Mal versuchen, das kleiner zu machen. Also, diese Marken hier oben, die mussten abgeräumt werden. Hier oben liegen die Stops von den Leuten. Und wenn wir diese Geschichte noch einmal auseinanderpflücken, sagen, okay, wir haben hier Bewegung 1 und diese dann hier rüberziehen und sehen dann hier Bewegung 2. Da sehen wir, dass Bewegung 2 fast exakt so zu Ende gebracht wurde. Ja. Um danach diese zweite Abwärtsbewegung exakt da oben bis zu unseren FIBO-Leveln auszukorrigieren. Wir sind ja auch hier, um zu erläutern, was wir tun und warum wir das tun. Okay, kommen wir zu den Marken, die wir uns heute aufgerufen haben, beziehungsweise nochmal zu dem ganzen Szenario von gestern. Das war das, was wir uns gerade angeschaut haben. Hier ist das Szenario von vorgestern. Und gestern haben wir gesagt, dieses Szenario hat für mich heute, also gestern am Mittwoch, auch noch absolute Gültigkeit. Nämlich hier hoch, um dann nach unten wegzubrechen. Genauso war unser Plan. Hier gestern dann unsere Marken, die sich dann etwas verschoben haben. Gestern Morgen hier hoch bis an die knapp unter die 81, um dann runter zu klatschen bis unter die 49. Die 85 hätte die 49 gerechtfertigt. Da hier oben nur die 81 geholt hat, nämlich den zweiten Zielbereich hier oben, hat er die Möglichkeit, oder wäre es wahrscheinlich gewesen, dass er an der 53 sogar schon dreht. Immer wenn er oben die zweite Linie holt, dann sollte er auch bis unten zu der zweiten Linie laufen. Wenn er unten die dritte holt oder die vierte, sollte er auch oben die dritte oder vierte holen. Er ist nach unten durch, hat die dritte Linie kaputt gemacht, die vierte hier unten aber noch nicht erreicht, hat dann hier abgedreht, nachdem er A gleich C durchgezogen hat, ist dann nach oben noch geschossen, hat hier oben alles abgeräumt. Unsere maximale letzte Shortmarke lag bei der 1,19,005. Das High hat er gemacht bei der 99,4. Wer hier diese Nummer eingebüßt hat oder hier ein negatives Ergebnis eingefahren hat, weil er hier mit einer Short Limit gearbeitet hat, was durchaus machbar war, hier 8 Punkte zu verlieren, konnte man hier
auf die 1.18.98.5 ebenfalls eine Short Limit legen oder eben in der vernünftigen Reihenfolge 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten sich hier oben locker in diesem Bereich über der 1.18.90 eine Short Position greifen. Auf jeden Fall mit dem Ziel der 59. Wir sehen hier 59,5. In diesem Bereich hat er dann noch kurz gebremst, wieder zurück und dann räumt er zu ziehen. Und die letzte Nummer gestern war die 1.18.34. Und wir sehen, wie er jetzt an dieser Marke auch stagniert. Dazu haben wir hier unseren Plan von heute, den ich jetzt gerne fertig machen würde. Und dieser Plan sagt mir, es sind die Level da im Weg, was kann ich das wegkriegen sollen. Dieser Plan sagt mir heute, ziehen wir hier als maximales Level die Linie an die 61,8, knapp unter die 61,8 als Kennzeichnung rein, wie hoch er maximal gehen darf heute. Dazu brauchen wir bloß die Bewegung von gestern einmal hier einzeichnen und einen Fibo draufpacken. Demnach ergibt sich hier draus für mich heute folgender Weg. Plan A ist, dass wir hochlaufen bis an die 42 bis 44. Wenn die durchschossen werden sollte, was ebenfalls passieren kann, dann darf er bis zur 52 maximal in diesem Bereich 65 bis 72, um von dort, egal wo er startet, und diese Linie mache ich jetzt mal hier dick und fett. Ich habe auch noch kein Zeitfenster dafür. Wir haben morgen NFP und die NFP könnten das Ding sehr schnell dahin beschleunigen. Wo er jetzt starten wird, keine Ahnung. Ich gehe aber davon aus, dass er die gemachte Bewegung, die er hier runtergezogen hat, da bis nach unten auch nochmal dupliziert. Egal, wo er anfängt. Fängt er jetzt schon hier bei der 42 an, haben wir unten das Ziel im Bereich 1.17.76. Fängt er höher an, müssen wir das Ziel dementsprechend anpassen. Das heißt, wenn ihr euren Plan macht für heute, ebenfalls unsere Paternoster, da unten habe ich mir jetzt das Ziel reingepackt, falls er hier oben an der 42 startet. Ich werde in diesem Fall meine Entscheidung treffen nach Umkehrkerzen, Umkehrformation im 5-Minuten-Chart an diesen Marken, die hier eingezeichnet sind. Unser Lutz wird jetzt bestimmt dazu ein paar Screenshots machen, wird das in unseren Slack-Kanal einstellen, wie ich ihn kenne, oder? Zack, da war es schon. Das ist immer dann, wenn man es klappern hört, dann macht er das nämlich. Und so. Achso, Nelson, hast du das gelesen von Günther? Der hat irgendwie ein technisches Problem. Text ja. Dazu mache ich noch. Okay. Müsste ich natürlich dann eine E-Mail haben an Service, kann ich jetzt im Webinar nicht klären. Nee. So. Den Shorts ab
haben wir gerade gesagt, damit man die Marken auch hat, ab 1.1844 oder 1.1852 bis 1.1865. So, das packe ich hier mal dazwischen und die Ziele, Zielerrechnung, Zielberechnung nach A gleich C. So, und das heißt, so wie ich es hier gerade eingezeichnet habe, muss ich mir mein Ziel dort unten errechnen, um danach eventuell die nächste Korrektur wieder seitwärts zu ziehen. Wenn die Korrektur dem entspricht, so wie wir die hier haben, haben wir ungefähr 10, 12 Punkte Korrekturbereich. Das heißt, wenn wir hier unten das Ziel erreichen und er danach nochmal seitwärts zieht, kann man seine Stops hier schön auf ein Tagesziel legen oder sogar 20, 30, 40 Punkte in den Gewinn, um dann sogar die dritte Welle nach unten mitzuziehen. Aber über die unterhalten wir uns dann bei uns im Club, wenn wir soweit sind, wenn wir diese Welle durchgezogen haben sollten. Da wir hier automatisch das Ziel hier unten errechnen und diese Spanne beträgt von A sind ungefähr 68 Punkte. Das heißt, ich muss, wofür ist das wichtig, diese A gleich C, diese C-Bewegung zu haben? Wofür muss ich die messen? Warum brauche ich die? Um das Ziel zu finden. Ja, nicht nur zur Zielerfassung oder auch nicht nur um das Ziel zu finden. Ab dem Punkt geht's abwärts. Ja, ich muss aber wissen, wie groß kann die Bewegung werden, um, wenn ich eine 60-Punkte-Bewegung vor der Nase habe, kann ich auch, wenn ich mit einem CRV von 2 zu 1 arbeite, weiß ich, wenn ich 67 oder 65, 66 Punkte vor der Nase habe, weiß ich, ich darf einen maximalen Stop von 33 Punkten eingehen. Und dann weiß ich, wie ich diese Position handhaben kann. Für alle die, die nicht den ganzen Tag am Chart sitzen können, die müssen sich dann überlegen und mal einen Zettel nehmen und einen Taschenrechner und einfach mal ausrechnen und sagen, so, 33 Punkte Stop, sagt er, oder 66 Punkte Bewegung haben, dann darf ich maximal 33 Punkte Stop. Wenn ich jetzt an die 44 meine 33, meine erste Limit lege, plus 33, dann liege ich bei 77. 77 würde genau passen über der 65 und über der 72. Wenn das nicht passt, muss ich meine Position kleiner machen oder ich darf meine Short Limit nur an die 52 legen, damit es wieder passt. Wer an der 52 anfängt, darf dann nachrechnen, ob er an der 65 nochmal aufstocken kann. Dafür brauche ich das Messen oder die Länge dieser Bewegung, um genau zu wissen, wie groß darf ich mein Risiko wählen für dieses Ziel. Ich weiß auf jeden Fall, A gleich C sagt eine Bewegungslänge von 67,5. 68, bei 68 darf ich maximal 33, 34 Punkte Stop auswählen. Also muss ich mir die 33, 34 schon mal aufschreiben und bei der Positionsplatzierung berücksichtigen, um das Maximum auch zu wissen, damit ich in einem positiven CRV bleibe. So einfach kann es sein, so einfach ist es. Ich mache das ganze Gedöns jetzt mal noch ein bisschen größer, um euch ein vernünftiges Bild zu liefern. So. Und da. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, ein Screen, da ziehe ich das mal rein, das ist A gleich C. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, einen vernünftigen Screenshot zu machen. Ab diesem Bereich Short und dann weg.
Alternative wäre, die Linie mache ich jetzt mal noch rot, wenn er jetzt hier nach unten rausziehen sollte. Als rote Route, da dies nicht bevorzugt, eintreten kann sie trotzdem. Die Börse macht ja nicht, was ich will. So. Dahin, dann dahin und wieder, was haben wir vorhin gesagt? Je weiter er runterläuft, desto weiter sollte er danach auch hochlaufen. Das heißt, wenn er diese Nummer jetzt hier erst hier runterziehen sollte, bis an die 18 zum Beispiel, dann besteht die Chance, dass er in der roten Route dann auch hochgeht bis an die 52. Und diese Route mache ich jetzt mal nicht rot, die mache ich jetzt mal grün. Und ich werde sie auch gleich in der gleichen Farbe mal beschriften, oder? Wäre das hilfreich, wenn ich die noch dementsprechend beschrifte? In der Reihenfolge. Okay, ich mache das immer nur in den entsprechenden Farben. Okay. Rote Route. Rote Route sagt 1. Na komm her. 1. 18, 27, dann 1, 18, 42, dann runter 1, 17, 77. Das sagt die rote Route. Und die grüne Route sagt, dieser grün, da, grüne Route, 1, 18, 18, dann 1, 18, 52, in Klammern 1, 18, 65, dann runter, aber nicht bis zu 1,1877, sondern wir starten ja 10 Punkte höher und demnach dann auch 10 Punkte höher raus. 1,8,17,87. Alles circa Marken. So, jetzt sieht die Geschichte hier sehr bunt aus, aber ist das nachvollziehbar? Auch mit den Farben? Ich mag ja so eine bunten Charts sonst nicht. Okay. Bitte, ich bitte euch, das hier nur als Anhaltspunkt zu nehmen und eure eigene Analyse zu machen und einfach das nur als Vorbild oder als Malen nach Zahlen zu nehmen, um euren Plan selber zu machen. So ungefähr ist meine Sichtweise darauf, diese Geschichte auch so entsprechend zu handeln. Okay, schauen wir uns den Jungen an, auch
Der macht uns ja ein bisschen Kopfzerbrechen. Wir haben auch hier eine mittelfristige Geschichte eingezeichnet und auch hier muss ich einmal kurz auf den Plan von vorgestern eingehen. Da hatten wir genau nach diesem Absturz haben wir uns diese Marken eingezeichnet. 1,1506, 15.606, 15.621 und die 42. Als Zwischending, als FIBO haben wir gesagt, er darf auch bis an die 15.616 und wir haben morgens gleich eine Position eröffnet und diese Nummer hier, das war morgens zeitig, hier haben wir eine Position bei 15.582, glaube ich, eröffnet und haben die, oder 76, in diesem Bereich haben wir die eröffnet und bei der 56 aufgestockt. Und als Ziele unten waren eingezeichnet 15.509 und Fett 15.493. Die erste Rutsche einmal runter, dann wieder Retour. Hier oben eine Umkehr an der 16, um dann wieder runterzulaufen bis hier an die. Bin jetzt ein bisschen durcheinander. Stimmt nicht ganz. Das war die Marke noch von Montag. Vorgestern waren wir in diesem Bereich. Hier, dieses Hoch haben wir nämlich morgens geschnappt hier. Dieses Hoch haben wir gesagt, er darf hier oben nachlaufen, relativ zeitig. Nachlaufen ist hoch, dann runter. Wir haben gesagt, wenn dieses Setup hier in die Hose geht, Entschuldigung, ich war da eben mit den Marken etwas durcheinander. Diese Geschichte hier, die 15.580 war die Marke aus der Nacht. Hier haben wir gesagt, darf er rüberlaufen. Morgens um, was war die Uhr? Genau, um kurz nach 8. Das hat er auch gemacht. Und danach haben wir hier geschortet mit den Zielen 1.15.09. Wir haben gesagt, wenn dieses Setup hier in die Hose geht, haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder suchen wir uns hier oben im Bereich 15.616, suchen wir uns neue Shorts. 15.606 war unsere Marke, 15.616 war unser FIBO-Level. Wenn dieses Ding hier in die Hose geht, dann suche ich mir da oben neue Shorts. Alternatives für die, die nicht die ganze Zeit am Chart sitzen können, die müssen ihre Stops oben über die 15.621 legen. Das heißt, was von hier kam, müssen ihre Stops da oben 15.621 legen. Die 15.606 hat er exakt geholt, ist nach unten weggebrochen, was auch sehr lobenswert war und hat exakt die 15.509 und die 15.493 angelaufen. Dann war hier unten in diesem Bereich direkt Schluss, hat dann diese Korrektur wieder nach oben abgegriffen und ist gestern, bimmelt aber viel, und hat dann gestern diese FIBO-Level bis zur 15.677 sauber abgearbeitet, nochmal runter, das Ausbruchslevel hier 606 bestätigt, um dann hier oben alle Stops und alles abzuräumen, was abzuräumen gab. Heute Nacht haben wir hier oben, ich mache diese Linie grün, da haben wir die Hochs gemacht in diesem Bereich 15, 7, 11. Die mache ich mal dick und fett, weil die wird heute für den Tag auch ausschlaggebend sein, dass wir 15.711, die könnte jetzt um 9 nochmal angelaufen werden, obwohl wir hier nachts schon ein Hoch hatten. Und hier heute Morgen um 4:30 nochmal ein nachlaufendes Hoch und seitdem gehen wir schön in zwei Wellen bergab. Die Eröffnung um 9 könnte durchaus noch einen Verlauf bringen, dass wir hier oben nochmal ganz kurz drüber gehen, um dann aber nach unten wegzuziehen. Ich habe Shorts im Markt, die sind auch reichlich platziert und die
lasse ich auch laufen. Die habe ich seit gestern schon laufen, seitdem wir die 15.7 hier touchiert haben. Meine Stops lagen bei 15.728 oder 15.738. Ist auf Slack bei uns in der Community auch kommuniziert. Und diese Geschichte handeln wir auch. Wie kommen Sie auf die Linien bzw. Marken? Fragt der Daniel. Wie soll ich es erklären, mein lieber Daniel? Erstmal bei uns gibt es kein Sie. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Die Marken erarbeite ich mir aus höher gelegenen oder übergeordneten Zeitebenen, aus dem Stundenchart, aus FIBO-Level etc. Das jetzt hier zu erklären, würde Punkt A zu weit gehen und Punkt B würde das absolut den Rahmen sprengen. Ich glaube, bis man diese ganze Geschichte auseinandergepflückt hat, das können dir bestimmt ein paar Leute bei uns aus der Community erklären, die schon Jahre mit uns arbeiten. Es ist ein langwieriger Prozess, die Charts so lesen zu können oder verstehen zu lernen. Aber wenn man möchte, kann man das bei uns lernen. Oder nicht? Ich frage mal die direkte Frage bei uns an den Community. Kann man das lernen? Ja, nein? Bitte ehrlich. Honig ums Maul schmieren hilft keinem. Mit der Zeit wird es besser, wenn man will, ja, Ausrufezeichen. Danke. Die Aussage, genau, wenn man will. Man muss sich damit intensiv beschäftigen. Genauso ist es. Ich glaube, Joachim, du warst 2015 bei mir im Seminar, richtig? 2015 in Lohr, wenn mich nicht alles täuscht. Robert, klar kann man das, aber nur mit viel Eigeninitiative. Ja. Man kann uns aber auch fordern. Wir helfen ja bei der Eigeninitiative. Wir sind ja auch nicht zum Hintern abwischen da, sondern wir wollen das Papier zur Verfügung stellen. Und alles, was man macht, geht nur durch Eigeninitiative. Wir haben auch das in der Mail am Wochenende, gestern auseinandergepflückt und auch in dem Vortrag, Börse und ich, passt das oder passt das nicht, haben wir genau das Gleiche getan. Skilaufen lerne ich auch nur durch Eigeninitiative und nicht dadurch, dass der Skilehrer nochmal und nochmal und nochmal vor mir die Piste runterfährt, sondern ich muss es selber probieren. Ansonsten lerne ich das nicht. Und man muss viel Zeit investieren. Richtig, René. Aber ich glaube, das tust du auch. Und ich glaube, mein lieber Schweizer aus Österreich oder Österreicher aus der Schweiz, das bringt immer durcheinander. Ich glaube, du hast bei uns eine Menge gelernt, oder? Okay. Das ist mein Plan. Den Plan hier haben wir gestern auch veröffentlicht. Wir haben diesen Spike, diese Umkehr gestern benutzt, um zu shorten. Die Shorts bleiben auch im Markt und die werde ich auch laufen lassen. Geht mir sogar am liebsten sogar bis zu 15.480. Das wäre mein liebstes Ziel. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, sage ich, mein Gott, was habe ich jetzt schon heute alles gelabert? Sorry. War nicht so gemeint, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, könnt die Märkte besser verstehen, habt ein paar Screenshots gemacht. Meine Gruppe findet die Screenshots bei uns im Slack-Kanal. Und mit diesen Screenshots, mit diesen Setups wünsche ich euch heute ganz, ganz viel Glück, ganz, ganz viel Erfolg, viele, viele Pips. Und bleibt sauber, behaltet eure Position bitte, bitte, bitte immer sauber im Blick. In diesem Sinne, sage ich danke, dass ihr da wart. Danke, ja, Gruß an die Adler. Mache ich sehr, sehr gerne. Das werde ich auch gleich tun. Die werden nämlich gleich ihr Frühstück holen hier draußen. Also meistens gegen 9 Uhr. Die werde ich auch gleich festnageln. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag nochmal wieder. In dem Sinne euch jetzt einen schönen Tag und danke an Nelson für die morgendliche Stunde. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Ja, vielen Dank, Thorsten. Dann hören wir uns und sehen wir dich nächste Woche Donnerstag wieder. Ich trage den Termin noch ein und wünsche natürlich allen Teilnehmern noch eine erfolgreiche Restwoche, noch einen erfolgreichen Tag und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Also, bis dahin, alles Gute. Tschüss.